Weiter geht es hier mit diesem schönen Spiel mit Kaiserpunk. Liebe Grüße an euch. Achtung, oben steht Werbung, weil dieser Stream und die Videos, die dabei entstehen, vom Entwicklerstudio finanziell unterstützt werden. Danke dafür. Es geht weiter. Wir haben weitere passive Bonus auf alles freigeschaltet bekommen. Wir könnten Fischereien bauen und Vieh farmen und können Fleisch produzieren und Fisch. Wir haben noch gar nicht überprüft, wie die Bedürfnisse unserer verschiedenen Leute sind. Das sind die Bedürfnisse der Arbeiter. Die brauchen nur Gemüse und nur Brot und sind happy. Luxusgüter. Sie hätten gerne Kleidung und Zeitung. Öffentliche Dienstleistung, Gesundheit, Sicherheit und Bildung. Ich habe das Gefühl, wir müssten vielleicht ein bisschen auch dafür sorgen, dass es unseren Leuten gut geht. Denn wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sorgt deren allgemeiner Moralwerte dafür, dass sie besser kämpfen und besser arbeiten. Komm, bevor wir hier weiter auf Teufel komm raus expandieren, sorgen wir dafür, dass die Leute glücklicher sind. Wir können noch ein paar Ressourcen zwischenzeitlich reparieren, aber nicht für 4 Sperrholz, da mache ich gar nichts. Aber wir bekommen, aber hier wird es ein bisschen frei dann. Ach, das ist ein Arbeiterhaus. Das können wir reparieren, dann können wir das versetzen und woanders hinsetzen. Dann müsste das sich neu bauen. Super, machen wir. Ist billiger als komplett neu zu bauen. Hier können wir Dinge abreißen. Eine alte Promenade, wertvolle Ressourcen. Einmal bergen, bitte. Es sind sehr viele Arbeiter gebunden. Und jetzt würde ich gerne auch die unsere Leute zufriedener zu machen. Vor allem die einfachen Leute. Das Rückgrat unserer Gesellschaft. Die bekommen gerade mal Gemüse und Brot. Das ist alles. Jetzt sollten wir noch dafür sorgen, dass sie gute Gesundheit haben, hohe Sicherheit und Bildung. Oder erstmal Kleidung. Komm, wir produzieren Kleidung für die. Ja, einmal Kleidung. Oder sollen wir fangen wir mit der Sicherheit an. Sicherheitsgebäude gibt es bei den Öffentlichen. Wir können ihnen eine Feuerwache bauen für den Brandschutz. Dann steigern wir deren Sicherheit. Ich baue mal eine Feuerwache. Und wir können auch löschen, wenn es brennt. Ihr wisst von allen anderen Citybuildern, die ich gerne spiele, Feuerwachen ist eines der wichtigsten Gebäude, nach meiner Meinung nach. Baue ich immer sofort. Bitte Stammzuschauer kurz den neuen erklären und bestätigen, dass das stimmt. WB baut Feuerwehren. Immer und grundsätzlich. Tierisch gerne. Wäre sogar bereit, es zentral hier irgendwo hinzusetzen. Feuerwehren müssen sein. Wie teuer sind die im Unterhalt? Kosten Energie, die wir noch nicht haben. Wir müssen erstmal für Energie sorgen. Feuerwachen brauchen Energie. Grundschulen brauchen Energie und stellen Bildung zur Verfügung. Und Bildung war, glaube ich, auch ein Bedürfnis hier. Genau. Das heißt, wir brauchen erstmal Energie. Und die produzieren wir über Windmühlen. Und Umspannwerke. Wir stellen in die Stadtmitte ein zentrales Umspannwerk hin. Hier vorne hin. Das hat halt den Strom, wenn Strom da ist. Jetzt weiß ich nicht genau, wie weit die Windmühle in der Nähe stehen muss, aber ich stelle mal ein paar daneben hin. Das wird ja schon, sollte dann bald reichen hier. Setz mal 4 Windmühlen hin. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Und 2 stellen wir daneben. Dann haben wir 50 Energie, dann können wir es uns leisten, eine Grundschule hinzusetzen. Boah, ist das ein dickes Ding. Eine Grundschule hier an den Rand hinzusetzen. Mal gucken, wohin. Vielleicht fangen wir auch mit der Feuerwache an. Feuerwache passt perfekt hier hin. Absolut perfekt. Da kommt die Feuerwache hin. Hier die Straße bitte. Dann setzen wir als nächstes noch eine Schule hin, eine Grundschule. Versorgt in einer gewissen Umgebung, nicht in einem geheilerten Bereich drunter, sondern in einem viel größeren,
für Bildung. Später im Spiel kommen, glaube ich, noch, wenn ich das richtig mitbekomme, noch so Overlays mit, dass man das besser, dass es noch besser dargestellt wird. Passt wunderbar direkt gegenüber. Dann haben wir für Bildung gesorgt und für Feuer, für ein grundlegendes Sicherheitsbedürfnis bei unseren Leuten. Sicherheit, das steigt über Zeit an. Im Augenblick nur 7%, das wird über Zeit steigen und auch die Bildung. Dann brauchen wir noch Gesundheit. Und wir brauchen Zeitungen und Kleidung. Brauchen wir erst noch ein paar Arbeiter mehr. Gemüse produziert 16 und nichts benutzt. Das irritiert mich massiv. Es wird gar kein Brot nachgefragt. Weiß ich nicht genau. Wir setzen ein paar Arbeiterhäuser ein. Noch ein paar weitere hier oben hin. Eine Straße bitte. Kommen Arbeiterhochhäuser zur Verfügung, die sind nicht unbedingt ökonomischer, also finanziell und von der Wirtschaftsleistung her, Arbeiterhochhäuser zu bauen. Es können auf einer etwas größeren Fläche als einem normalen Arbeiterhaus viel mehr Leute leben. Aber es ist umgerechnet quasi, also was man investieren muss an Ressourcen, es lohnt sich nicht wirklich, es sei denn, man hat ein Platzproblem. Also wenn man eine Stadt hat mit Platzproblemen, dann würde ich in die Hochhäuser gehen. Haben wir im Augenblick nicht, werden wir auch hier nicht erleben, sag ich mal, in der nächsten Zeit noch. Deshalb baue ich mit den normalen Häusern weiter, auch deshalb, weil die Arbeiterhäuser Ziegelsteine brauchen, die wir im Augenblick noch nicht herstellen. Ja. Die Reparierten noch umsetzen, sehr guter Kommentar von Tom was, ne? Danke an Tom. Einmal Bewegungsmodus, einmal klauen, einmal rüber platzieren, hier vorne hin. Weitere Bonusse freigeschaltet bekommen, weil wir so erfolgreich bauen. Das hier auch. Für noch mehr Arbeiter sorgen. Sperrholz geht, Versorgung ist okay, Elektrizität, Ziegelsteine, Wasser kommt später. Sind wir im Plus? Einkommen 1000, ja, 40% all von dem, was wir erwirtschaften, stellt am Schluss unseren Überschuss dar. Nee, stimmt nicht ganz. Also, wir haben auf jeden Fall ein fettes Plus. Schaut mal da oben. Wir nehmen 150.000 pro Tick und, nee, wir haben angesammelt 150.000, haben ein Einkommen von 1.000 pro Tick, Monat oder wie auch immer, und geben davon 60% aus und 40% sind das, was wir an Profit bekommen. Ja, wunderbar. Wir brauchen noch mehr Wohnhäuser. Dann kommen wir auch insgesamt schneller voran. Einmal hier hin. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Gebäude abreißen können hier unten. Das bergen wir, gibt Artilleriegeschosse und Heeresverpflegung. Die bergen wir, 8 Handwerker gehen dafür weg. 32 haben wir. Das bringt wertvolle Ressourcen. Ziegelsteine, die wir noch nicht haben, Handwerker. Das bringt Diesel, den wir noch nicht herstellen können, Elektronik, Bauteile und Stoffe. Wir brauchen nur ein paar Arbeiter, davon haben wir viele. Alle Sachen, die wir im Augenblick noch nicht haben, Beton und andere Geschichten, Arbeiter haben wir viele. Das lohnt sich auch. Kann man auch alles bergen hier im Augenblick. Denn nur Arbeiter, die ja weggehen. Das ist im Augenblick nicht so nötig.
Er sieht, wie das Arbeiter-Tool, Pool, der Arbeiterpool oben schwindet. Das sind tolle Ressourcen, die man da bekommt. Wunderbar. Jetzt haben wir noch 77 im Plus. Jetzt wollten wir die Versorgung unserer Arbeiter noch weiter verbessern. Ne? Wir gehen einmal hier reingucken. Schaut mal hier, Brot und Gemüse, wunderbar. Sicherheit und Bildung nahezu geht Richtung 100%. Gesundheit geht aber noch nicht. Wir sind noch nicht so weit, dass wir Krankenhäuser bauen können. Leider noch nicht. Ob noch weitere Wohnhäuser zum Reparieren da sind, gute Frage. Hier können wir nur was bergen. Wir haben genug Handwerker, dass wir das hier bergen können. Alte Promenade. Ja, hier können wir noch ein paar Dinge bergen und Platz schaffen. Da geht es im Tutorial weiter, aber ich würde gerne vorher noch schauen, ob wir noch ein paar coole Sachen bergen können. Das kommt erst später, das ist noch zu weit weg im Augenblick zu uns. Das kommt alles später. Ja, das kommt alles später im Laufe der Zeit. Lass uns mal schauen, ob wir die Luxus- oder Zufriedenheitswaren herstellen können. Ob wir schon Zeitungen herstellen können und Kleidung. Kurze Frage im Chat. Was ist wichtiger, Kleidung oder Zeitungen? Was braucht ihr eher für ein menschenwürdiges Dasein? Zeitungen oder Kleidung? Was ist elementarer für euer Wohlbefinden und euer Überleben, für eure Menschenwürde? Also ich sag's mal selber, ihr müsstet eigentlich selber drauf kommen, natürlich Zeitungen, weil Zeitungen sind doppelverwendbar. Die kann man sowohl lesen als auch als Kleidung nutzen. Man kann sich in die auch einwickeln. Insofern war das Ganze eine Fangfrage hier. Ja? Weil wer hat schon mal versucht, Kleidung zu lesen? Ja, also Zeitungen, Dual-Use-Ware, Kleidung nicht. Also klar, man kann bei Kleidung immer wieder die Etiketten lesen, aber das wiederholt sich rasch. Und weiter. Wir gucken mal, ob wir Zeitung herstellen können. Produktionsgebäude, Papiermühlen. Papiermühlen. Produziert Papier. Ah, ja, wir brauchen auch Zeitungen. Zeitungen. Kommen die Zeitungen schon? Öffentliche Gebäude. Grundschule, Polizeistation, Feuerwachen. Versorgungsunternehmen. Wohngebäude. Ich glaube, wir können noch keine Zeitung herstellen, ne? Habt ihr die Zeitungsgebäude schon entdeckt? Wer weiß, wer von euch hat die Demo schon gespielt, hat schon Zeitungen produzieren können und sagt mir, wo die sind. Moralgebäude. Ja, Bierbrauen pusht die Moral der Leute oder Zeitung lesen. Ich frage euch mal nicht, was wichtiger ist. Ich weiß sofort, ihr findet Zeitung wichtiger als Bier. Wir produzieren, oh, kostet 15 Energie. Die haben wir. Wie groß sind die? Geht so. Dann setzen wir die mal in die Nähe des Stroms. Hier so an den Rand hin, so ein Stück weiter außerhalb. Hier könnten wir die hinsetzen. Hier in den Übergang könnten wir die auch hinsetzen, das wäre auch hübsch. Ich setze die mal hier hin, dann entsteht so eine langsame, so eine Stadt, die zusammenwächst. Passt die hier hin? Ja, mit ein bisschen guten Willen, ja. Und die... Gebäude, eine Druckerpresse. Hier vorne hin. Und eine Papiermühle daneben, bitte. Wunderbar. Ich wage nicht zu behaupten, es sei perfekt, aber es sieht schicke aus. Das kann man genauso machen.
ist die Papiermühle. Wunderbar. Einmal da unten rum rotieren lassen. Ist jetzt Wasser plötzlich gebraucht? Brauchen die Zeitungsleser Wasser, weil man nur Zeitung lesen kann, wenn man Wasser dabei trinkt? Ich wette, das ist die Papiermühle. Ich hätte, die Papiermühle braucht das Wasser. Ja, wir brauchen Strom, haben wir Wasser noch nicht. Wasser hatten wir aber schon freigeschaltet, das war bei der Versorgung und wir hatten eine Wasserquelle irgendwo am Karten. Hier ist eine Wasserquelle, die können wir anschließen. Da gehen wir hin. Ja. Wasser braucht, glaube ich, auch Strom. Mal gucken, ob der Strom bis dahin reicht. Wasserpumpe braucht keinen Strom. Ein Feld muss nur drauf liegen. Nee, das setze ich etwas um. Einmal so, dann kommt die Straße. Hier lang und hier vorne hin bitte. Dann brauchen wir Wasser daneben noch. Das war die Wasserpumpe und dann brauchen wir einen Wasserturm und die Wasserpumpe produziert das Wasser und der Wasserturm verteilt das Wasser an nahegelegene Gebäude, die es brauchen. Das heißt einmal hier rüber in die Nähe der Zeitung. Brauchen die Handwerker eventuell auch Wasser? Könnte sein, ne? Ich setze es mal kurz hier daneben hin und dann gucken wir weiter. Wir schauen mal, ob die Handwerker Wasser brauchen. Die leben hier in so einem Gebäude. Ne, das sind die Arbeiter. Das sind die Handwerker, die Fabrikhandwerker, Arbeiter. Kleidung, Grammophone, Zeitungen, Ale. Fließendes Wasser. Wie dekadent ist das denn? Liebe Leute, gibt es unter euch jemanden, der zu Hause fließendes Wasser hat? Gibt es bei euch jemanden zu Hause, der zu den oberen 10% oder 1% der Bevölkerung ist, im Luxus lebt und zu Hause, ich wage es kaum laut zu sagen, fließendes Wasser hat? Wie dekadent muss man dafür sein, fließendes Wasser nachzufragen? Nur wenn es regnet, danke euch. Ja, ich wusste doch, ihr seid nicht abgehoben. Danke. Das gibt mir den Glauben an die Menschheit zurück. Danke euch allen. Bekommen die denn bis hier unten Wasser hin? Ich glaube nicht. Wir schauen mal, ob wir puzzeln können. Wir setzen... Jetzt packen die weiter nach unten hin. Wir packen die hier in der Nähe der Handwerker hin. Ich ziehe mal um mit denen. Hier kommen ja all die Handwerker hin. Mal hier hin. Und bekommen jetzt Wasser? Ich wette ja. Ich wette, die bekommen über Zeit Wasser. Vielleicht reicht das ja doch bis hierhin. Die haben Wasser. Von hier hinten. Funktioniert. Jetzt sollten die eigentlich auch gleich Wasser haben. Das wird wahrscheinlich über Zeit gewonnen hier. Nee, schaut mal hier. Das klappt nicht. Vielleicht ist die Nachfrage zu groß. Produziert 100, benutzt 10. Daran kann es nicht liegen. Soll ich denen mal einen Wasserturm direkt vor die Nase setzen? Oder vielleicht sind die einfach bescheiden. Suppenküchen für Fischsuppen. Wasser wird noch nicht nachgefragt. Vielleicht, weil noch nicht genügend Fabrikarbeiter bei uns in der Stadt sind. Vielleicht kommen die später dazu. Das könnte auch der Grund sein. Ja? Jedenfalls stellen wir jetzt Wasser hier für die Zeitung und damit sollte es den Leuten in den Arbeiterhäusern gleich glücklicher geben. Es fehlt noch Zellstoff. Wir müssen Zellstoff produzieren. Okay. Und Zellstoff wird wahrscheinlich irgendwie aus Sägewerken gemacht. Nee, Sperrholz, Windmühlen, Wasserpumpen.
Wassertürme, Kiesgruben, bla 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 bla. Wir gehen mal in die Landwirtschaftsgebäude rein, Baumwollfelder, Fischereien, Bäckereien, Mühlen, bam, 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 bam. Produktionsgebäude, Zellstofffabriken, produzieren Zellstoff. Okay. Woraus wird denn Zellstoff produziert? Vielleicht auch aus Holz? Ich stelle mal eins direkt daneben hin hier. Und die brauchen? Ist das Holz? Die brauchen Sperrholz. Dann wäre es also weitaus effizienter, wir würden die ganze Chose hier unten bauen und an die Forstwirtschaft anschließen. Dann bräuchten wir nur einen Wasserturm mehr. Und genau das machen wir. Hier muss... Das ist doch Sperrholz, oder? Oder was ist das für ein Symbol? Holz! Rohholz von dem Wald. Und das ist zu weit weg. Dann ziehen wir um. Das heißt, die hier vorne mopsen wir. Die stellen wir hier oben hin neben den Wald. Straßen mache ich gleich. Dann ziehen wir die Papiermühle oben hin. Weil uns wurde gesagt, je kürzer die Wege, dann können die auch ineinander ihre Sachen hin und her bringen. Einmal, ja, das ist doch sehr in der Nähe. Da kann man doch mitleben und arbeiten. Einmal so. Und dann brauchen wir als letztes Gebäude noch die Zeitung, die Druckerpresse. Kann sein, dass wir noch eine Feuerwehr gleich brauchen, das weiß ich nicht. Einmal so. Jetzt machen wir noch die Straßenverbindung, kurze Wege. Und nachher müssen wir noch gucken, ob die das Wasser bekommen. Ich vermute mal, bei Wasser ist es egal, ob die Wege lang oder kurz sind. Und dann müssen wir checken, ob dann noch genug Holz produziert wird. Ja? Forster ist in der Mitte. Jetzt bin ich sehr gespannt. Erstens, ob Wasser ankommt. Kein Wasser in der Nähe und Strom auch nicht. Müssen wir noch rüberbringen. Müssen für mehr Strom sorgen. Forster funktioniert. Wir brauchen sowieso für die fortgeschrittenen Industriegebäude, die gleich entstehen, nochmal Strom. Das heißt, wir produzieren zwar mehr Strom, als wir brauchen, aber wir brauchen hier ein weiteres Umspannwerk. Umspannwerk war hier. Ein kleines Gebäude in der Mitte, das denen allen Strom bringt hier. Kann man erstmal hier hinsetzen. Perspektivisch ist das etwas unklug, weil wir hier vorne das Kohlevorkommen von möglichst vielen Minen aus benutzt haben wollen. Aber es sollte klappen. Das ist das Umspannwerk. Jetzt ist die Frage, bekommt es Strom oder ist es zu weit weg von den Stromgebäuden? Kein Wasserturm in der Nähe, Moment mal. Umspannwerk. Ich vermute, dass die nächste Windmühle ist zu weit weg. Dann setzen wir eine Windmühle daneben hin. Straße runter. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Die Windmühle. Verteilt den Strom zentral. Es ist kein Depot in der Nähe. Kann das sein? Das ist das Umspannwerk. Eigentlich nicht mit dem Stadtzentrum verbunden. Das sollte eigentlich sein. Da muss irgendeine Straßenverbindung nicht sauber funktionieren. Das Umspannwerk hat... Ach, ich habe gar keinen Straßenanschluss. Ich habe ein Feld vorher aufgehört. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber. Ich dachte, das Feld wäre versorgt.
Jetzt die Frage, ob hier wirklich der Wind hin muss dann. Wird hier der Strom hingebracht? Das ist die Druckerpresse, das ist die Zellstofffabrik, die hat den Strom, Holz wird von hier geliefert. Blick aufs Holz, wie viel Holz produzieren wir? Ich mache hier oben links mal das Rohholz hin, das ist Rohholz, 10 produzieren wir, 10 verbrauchen wir. Es kann sein, dass wir noch einen Förster brauchen, ich setze mal noch einen daneben hin. Wir kopieren mal den Förster hier. Wir setzen einen zweiten hier drunter hin. Kann auch sein, dass wir gleich nochmal mit den Depots arbeiten müssen. Ich will ein bisschen Abstand halten hierfür. Da müssen wir nämlich hier müssen wir gleich noch Minen hinsetzen. Einmal hier rüber. Ja? Von hier das Holz hier rein zur Zellstofffabrik. Und wie viel Holz produzieren wir jetzt? 20. Und angeblich brauchen wir genau 10. Mit anderen Worten, es war alles genau richtig im Augenblick. Und ich habe jetzt für Überproduktion gesorgt. Ja, danke. Aber vielleicht, oder es passt sich gleich noch an. Oder es, vielleicht wird es ja auf- oder abgerundet, wer weiß.